Good morning, everyone, and it is Thursday. A palace of gold, 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 gold. 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 A palace. Rauszugehen hält sich ja eigentlich so in Grenzen, aber das Hosenscheißerchen da unten muss ja raus. Hilft ja nichts, war Cookie. Wow, sehr leer der Strand. Ich hab irgendwie mit mehr gerechnet. Schließlich sind Ferien, morgen ist Feiertag. Ich hab echt damit gerechnet, dass hier richtig viel los ist. Aber so ist mir auch ganz lieb. Wie sieht schon wieder so räudig aus, da so ruppig. Die linke von den beiden. Sind die krank oder sind die? Das ist bestimmt dasselbe Vieh, was Kuki anfallen wollte letztens. Ich glaube, es wird mal Zeit, dass ich Leergut loswerde hier. Ja, ich trinke viel Energy-Drinks in letzter Zeit, ich weiß auch nicht. Und das Schlimmste ist, die wirken noch nicht mal. Mir ist gerade eingefallen, dass morgen ja Feiertag ist. Morgen ist Karfreitag. Ich muss arbeiten, also ist für mich das ein normaler Tag, deswegen fällt mir auch immer sehr spät ein, dass Feiertag ist. Das heißt, ich muss jetzt aber auch nochmal schnell los. Erstens das Leergut hier loswerden und dann vielleicht noch ein, zwei Energy-Drinks gleich mitbringen, weil morgen ist ja alles zu. Es ist echt verwirrend, wenn für einen selbst alle Tage normale Arbeitstage sein können, sind und es dann Feiertage gibt. Feiertage bringen mich total aus dem Konzept. Ich bin es gewohnt, selbst am Sonntag hier irgendwo einkaufen gehen zu können. Aber wenn Feiertag ist, geht das halt auch nicht. Außerdem brauche ich noch was zu essen für heute. Ich muss mir irgendwas zu essen machen und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Das koche ich da jetzt. Oh, was ist denn da los? Naja, also ich habe ja hier noch so Quinoa. Dann habe ich noch Lauch von der Lauchquiche, die meine Schwester gemacht hat, hat sie mir noch Lauch da gelassen und ich wusste überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Und ich habe hier noch Pilze und als ich eben die Pfanddosen weggebracht habe, habe ich mir noch Tomaten mitgebracht. Da habe ich mir überlegt, mache ich mir so eine Gemüsepfanne mit Quinoa. Irgendwas muss ich ja essen. Sah jetzt nicht unbedingt lecker aus.
aber ist tatsächlich extrem lecker gewesen. Und ich habe wirklich nichts weiter angemacht, außer Salz, Pfeffer, die Tomaten, Pilze, Lauch und das Quinoa-Zeug da. Echt nicht schlecht. Was ist los, Scheiße? Was ist los? So, Leute, keine Ahnung, was ich heute Vormittag und mittags noch alles aufgenommen habe und ob es genug ist. Aber was ist schon genug? Wie auch immer. Ich glaube jedenfalls nicht, dass ihr sehen wollt, wie ich den ganzen Nachmittag irgendwie am Rechner sitze. Deswegen habe ich wieder mal nichts mehr aufgenommen. Und ich habe keine Vlogs geschnitten, so viel kann ich euch sagen. Also ich hänge weiterhin hinterher. Auf jeden Fall war es das für heute. Und während ich hier auf das Wasser warte für meinen Kaffee, beende ich das Vlog. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Wieder, hoffentlich. Tschüss. Wieder. Wieder. Wieder.